Die Rallye an der Wall Street und der Fall der Anleiherenditen in den USA hat mehr als die Hälfte der Zinsanhebungen durch die Fed de facto pulverisiert, also vernichtet. Und das dürfte der US-Notenbank nicht so wirklich gefallen, denn sie hebt ja die Zinsen an, um die Nachfrage nach unten zu bringen. Wenn jetzt die Aktienmärkte hausieren, die Renditen fallen, dann steigt tendenziell die Nachfrage. Inflation ist das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Dementsprechend ist das, was da passiert, aus Sicht der Fed eine ziemlich unangenehme Sache. Genau das will man verhindern. Und jetzt ist die Frage, was wird die Fed tun? Da wird der Jerome Powell schon sehr bald Gelegenheit haben, vielleicht das Gleiche zu tun, was er bei seiner Rede im August in Jackson Hole gemacht hat. Damals auch die Financial Conditions durch diese Rallye, die so von Juni bis August, Mitte August lief, haben sich auch massiv gelockert. Da herrschte so diese Stimmung wie derzeit: Fed Pivot, die Fed ist mal fertig, wird umsteuern, also laufen wir mal nach oben. Aber passiert das wirklich? Hier sehen wir das, oder Sie sehen es hier in der Grafik nur vielleicht ganz oben. Wir haben jetzt durch diese Lockerung der Financial Conditions 225 Basispunkte der Zinsanhebungen der Fed vernichtet. Wir sind jetzt in einem Zinskorridor zwischen 3,75 und 4% bei der Fed. Wenn also 225 Basispunkte, ergo 2,25%, faktisch unwirksam gemacht wurden, dann ist das mehr als die Hälfte. Und nach wie vor Wachstum above trend in den USA, Employment nach wie vor relativ stark, auch wenn wir sehen, dass das offenkundig sich jetzt langsam zu ändern beginnt. Erstanträge steigen doch relativ deutlich. Dementsprechend könnte die Fed vielleicht sogar gezwungen sein, im Dezember entgegen der Erwartung der Märkte nochmal 75 Basispunkte anzuheben. Hier rechts sehen Sie in diesem Chart vielleicht besser mal in dieser schwarzen Linie die Financial Conditions. Die sind jetzt sogar etwas laxer noch als am August, als also die Märkte so hausiert hatten und sich gesagt haben, die Fed wird umsteuern. Jetzt ist am Dienstag um 17.30 Uhr deutscher Zeit, müsste das sein, eine Rede von Jerome Powell bei Brookings angesagt. Er wird danach dann auch auf Fragen antworten eines Reporters, also er hält eine Rede und wird sich dann den Fragen stellen. Und die Frage ist eben bei dieser, bei diesem Termin, da wird es vielleicht zu einer Wiederholung der Ereignisse aus dem August kommen. Damals hatte Jerome Powell angesichts der Rallye an den Märkten extra nochmal ein, zwei Tage davor seine Rede geändert, seinen Redetext geändert, um den Märkten klarzumachen: Leute, so wird es nicht, wir wollen das nicht. Neil Kashkari hat dann reagiert auf den Abverkauf der Märkte nach dieser Rede von Jerome Powell in Jackson Hole, als er gesagt hat, ja, das hat mir sehr gefallen, die Reaktion der Märkte, also die Fed will diese Rallye nicht. Und das ist eines der ganz, ganz großen Probleme dieser Rallye, dass sie gegen die Fed passiert. Don't fight the Fed. Damals hatte Paul gesagt, und das hat die Märkte nicht geradezu erfreut, es ist besser, jetzt den Schmerz für Firmen und Unternehmen in Kauf zu nehmen, um zu vermeiden, dass der Schmerz dann, wenn man nicht hart gegen die Inflation vorgeht, umso größer wird in der Zukunft. Dann kriegst du diesen Geist nicht mehr in die Flasche, so praktisch die Übersetzung seiner Rede. Und schauen wir uns jetzt mal die Bärenmärkte an und die maximalen Gewinne. Wir haben hier seit 2020, also praktisch seit dem Tief, haben wir deutliche verloren. Wir haben aber 17% maximal gewonnen beim S&P 500. Derzeit sind es so knapp 16, 17% seit dem Oktober-Tief. Alleine Mitte Oktober hatten wir bei knapp unter 3.500 Punkten das Tief gemacht. Also solche Bärenmarkt-Rallyes sind durchaus typisch: 73, 10%, 1980. 11%, 1987 15%, dann 21%, 24% und auch der Drawdown, der maximale Drawdown 34%, hält sich im Rahmen. Auffällig ist, dass wir relativ wenig Tage hintereinander haben, wo wir Gewinne gemacht haben. Allerdings ist das jetzt eben in letzter Zeit passiert, dass der S&P 500 wie auch andere Indizes, vor allem der Dow Jones, permanente Gewinne machen. So, jetzt haben wir also die Situation, dass wir schon starke Schwankungen haben. Wir haben schon 5 Monate, wo der S&P mindestens 7,5% gestiegen oder eben 7,5%
gefallen ist. Das ist schon eine außerordentliche Größe. Das gab es nicht einmal in der Finanzkrise. Das ist erstaunlich. Wir sehen also große Volatilität. Jetzt sagt Alf, ein Italiano sagt, also es ist so, dass wir jetzt wahrscheinlich diese hohe Phase oder diese Phase großer Volatilität sehen, die dann gefolgt ist von einer Earnings Recession und einem Slow Grind Down. Also dass es dann nicht so volatil zugeht, aber dass sozusagen das Ganze langsam möglicherweise nach unten geht. Und gestern hatten wir in Boom und Bust die Frage, ja, steigen denn Aktienmärkte immer? Und das wird gerne, dann wird gerne auf die Geschichte verwiesen und gesagt, ja, on the long run sind die immer gestiegen. Aktienmärkte, aber es hat manchmal ziemlich lange gedauert, etwa von 1929 bis 1954, 1954, also erstmals wieder der Kursstand von 1929 erreicht, 2012 erstmals der Kursstand von 2000 und in Japan ist das seit 1989 nicht mehr gelungen, also man muss diese These hinterfragen. Jetzt haben wir aktuell an den Märkten die Situation, dass der VIX, also die Vola, knapp nur noch über der Marke von 20,0 steht. Jedes Mal, wenn wir unter die 20er Marke gefallen sind, das war viermal in diesem Jahr der Fall, gab es danach einen Anstieg auf über 35. Also jedes Mal wurde dann eine Situation, in der die Märkte total sorglos waren, der VIX dementsprechend gefallen ist, wurde dann abgelöst durch eine Art Paniksituation an den Märkten, als die Volatilität stieg und die Aktienmärkte gefallen sind. Die Trader achten jetzt auf die 200-Tageslinie im S&P 500, die bei 4.059 Punkten, also so um und bei 30 Punkte, über dem aktuellen Kursstand agiert. Ja, was ist eigentlich der Grund der Rallye? Da hat jemand heute kommentiert, eigentlich ist die Marktsituation ganz einfach. Die ist optimistisch, weil die Stimmung lange Zeit zu pessimistisch war, weil alle vorher zu optimistisch darüber waren, wie pessimistisch alle waren. Weil alle pessimistisch werden, wie optimistisch jeder ist, weil die Stimmung zu pessimistisch ist, weil zu viele Leute optimistisch sind, weil es zu viele Leute gibt, die angesichts der Tatsache, dass so viele Menschen optimistisch werden, weil die Stimmung zu pessimistisch ist. Also, naja, das ist praktisch in einem Satz alles erklärt, was Sie jetzt zu dieser Rallye wissen müssen, meine Damen und Herren. Stimmungsindikatoren einmal in der ganzen Komplexität praktisch auf den Punkt gebracht. Aber weniger Optimismus herrschte seit einem Jahr im Tech-Sektor. Wir sehen, der Nasdaq hat mal eben 7,4 Billionen an Marktkapitalisierung verloren. Wir sehen Entlassungen dort. Wir sehen, dass eben die Tech-Werte besonders unter Zinsanhebungen leiden. Da hat man also aber immer noch ein Gap, wenn wir uns mal den Nasdaq gegenüber dem S&P 500 anschauen. Da hat zwar Tech mehr verloren, der Nasdaq mehr verloren als der S&P 500, aber da ist natürlich auch viel Luft reingeblasen worden in Zeiten der ultralaxen Geldpolitik. Das gilt ganz besonders für Apple. Jetzt dürfte mindestens 30% der Shipments von iPhones nicht mehr funktionieren wegen diesen Dingen, die da in der Foxconn-Fabrik passieren. Das ist das ganz, ganz große Thema derzeit, was auch die Märkte oder was die Aktie jetzt das erste Mal praktisch mit auch spielt. Viele Apple Stores haben eben zu wenig iPhone 14. Das ist gerade jetzt natürlich im Weihnachtsgeschäft ziemlich bitter. Und das hat sogar Konsequenzen für Frachtraten von Shanghai etwa nach Los Angeles. Die sind deutlich gefallen. Und jetzt müssen viele Anbieter, die also solche Transporte anbieten, mit den Preisen runter, weil eben zu wenig iPhones auch transportiert werden, weil Kapazitäten dadurch frei werden. Insgesamt ist der Preis von seinem Hoch für einen Container um 93% gefallen. Hier sehen wir mal die Apple-Aktie, die heute mit einem Verlust von 2% reagierte. Da haben wir ja diese Rallye gesehen. Nach den Inflationsdaten mal eben von 136 auf über 150. Das sieht jetzt aber ein bisschen toppisch aus bei Apple in diesem Chart von Capital.com. Vielleicht war es das auch mit diesem Schwergewicht oder mit der Rallye
bei diesem Schwergewicht. Ganz anders dagegen der Dow Jones, der nur noch wenige Prozentpunkte unter seinem Allzeithoch agiert. Der ist jetzt 9,1% über seinem 50-Tages-Durchschnitt. Das ist der höchste Wert seit Juni 2020. Insgesamt haben wir solche Perioden, wo der Dow 9% über seinem 50-Tages-Durchschnitt handelt, erst 7-mal gesehen seit dem Jahr 1990. Und rechts sehen Sie, wenn Sie es denn sehen können, wie viele Aktien überkauft sind und wie viele nicht überkauft sind. Es sind bis auf 5 Aktien, die neutral sind, die also weder überverkauft noch überkauft sind, sind alle Aktien überkauft, und es sind 5 Aktien absolut überkauft, extrem überkauft. Also da kann man sagen, viel Spaß, Geld, da gehen wir unbedingt long. Das wird auf jeden Fall gut gehen, so billig wird es nie. Und klar, Buybacks spielen jetzt auch bei dieser Rallye wahrscheinlich eine Rolle, wenn du praktisch siehst, dass deine Earnings und deine Sales schlechter werden, du gleichzeitig aber praktisch deinen Aktienkurs oben halten willst, dann betreibst du Aktienrückkäufe. Ich bin mal gespannt, ob im nächsten Jahr das Spiel genauso weitergehen wird. Spiel auch interessant, oder ein interessantes Spiel im Kryptobereich. Da ist ja Mr. Bankman-Fried mit FTX natürlich im Fokus. Da haben jetzt 8 Kongressmitglieder, 4 von den Demokraten und 4 von den Republikanern, damals im März eine Untersuchung der SEC, also der Börsenaufsicht, in dem ganzen Kryptobereich abgelehnt. Davon haben die Hälfte auch von FTX Geld bekommen, wurden also direkt finanziert, wenn man so will, Wahlkampfspenden bekommen. Und das ist natürlich schon eine etwas seltsame Geschichte. Man wundert sich, dass man nicht versucht, diesen Bankman-Fried zu bekommen, der offenkundig ja ein Ponzi-Schema am Laufen hat. Okay, der sitzt auf den Bahamas, da kann man nicht direkt zugreifen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Amerikaner, wenn sie das wirklich wollen, ihn auch kriegen können. Kommen wir zu anderen Bankruns. Wir hatten bei FTX einen Bankrun gesehen, den haben wir jetzt auch bei Credit Suisse gesehen. Aktie heute auf ein neues Allzeittief gefallen. Über 80 Milliarden im vierten Quartal wurden da abgehoben. Das ist ein absoluter Bankrun, aber die Credit Suisse ist systemrelevant. Also hat man sie gerettet. Die Deutsche kriegt jetzt Schwierigkeiten durch die EZB, die sagt, ihr braucht höhere Kapitalanforderungen. Also da wird ein bisschen geschossen. Wenn wir jetzt zur Situation hier in Europa vor allem kommen, dann haben wir ja wieder einen wunderbaren Beschluss der Politik, der sagt, also 70 Dollar ist so der Ölpreisdeckel für russisches Öl. Jetzt kostet russisches Öl aber das sogenannte Urals bereits deutlich weniger als 70 Dollar, nämlich etwa 52 Dollar derzeit. Also auch das ist wieder so ein Papiertiger, wo man sozusagen so ein bisschen auf dicke Hose macht, aber faktisch nichts dahinter ist. Ebenso wie jetzt die Lage bei der EZB, die ja so ein bisschen ratlos ist. Was tun wir? Man diskutiert derzeit 50 Basispunkte. Wahrscheinlich jetzt dann Mitte Dezember die Zinsanhebung. Jetzt hat Ottmar Issing gesagt, die Notenbank, die EZB nämlich, hat die Kontrolle verloren. Die Amerikaner haben aus den 70er Jahren gelernt und haben frühzeitig agiert. Das hat bei der Fed ja auch gedauert. Die EZB hat zu lange gewartet und muss jetzt in einen Abwärtstrend der Wirtschaft hinein eben die Zinsen anheben. Mein Reden, der Ottmar war ja ehemals Chefvolkswirt der EZB. Hier sehen wir übrigens den Unterschied. Und das ist wirklich ein sehr spannendes Thema zwischen der Headline Inflation und der Kernrate. Kernrate ist ja das, was ohne Nahrung und Energie passiert. Und wir sehen, da ist ein sehr großer Unterschied derzeit zwischen der Eurozone und den USA. Die Amerikaner leiden viel weniger unter diesen Energiepreisen, als wir das tun. Abschließend, meine Damen und Herren, ein faszinierender Artikel, wie ich finde. In China gibt es mehr als 600 Millionen Leute, die über Weibo, diese Social-Media-Plattform, die da angemeldet sind in einer bestimmten WM-Gruppe. Das ist der Hammer, das ist etwa das Zehnfache der Bevölkerung Italiens. Die Chinesen sehen das so ein Stück weit als ihre Fußball-WM in Katar, weil chinesische Unternehmen maßgeblich am Bau von Stadien beteiligt waren. Und jetzt entsteht etwas sehr, sehr Seltsames. Nicht nur haben wir einen Flickenteppich der Corona-Maßnahmen in China, also dass in verschiedenen Städten, Provinzen ganz andere Maßnahmen durchgesetzt werden, sondern die Chinesen erleben auch, dass die Leute
praktisch bei dieser WM ohne Maske rumlaufen, die Zuschauer ohne Maske, und dabei haben die Chinesen doch aus ihrer Propaganda gelernt, bei uns ist die Corona-Bekämpfung am effektivsten, im Ausland ist alles ganz schlimm, und jetzt sehen die Chinesen, boah, die tragen ja nicht mal Masken, da kann ja Corona nicht das Problem sein. Absoluter Insider-Artikel aus und über China, meine Damen und Herren, kann ich nur allerwärmstens empfehlen. Das hat noch groteske Auswirkungen, die Sie da in diesem Artikel lesen können. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, dann Mr. Dirk Müller über Inflation, Zinsen und Immobilien. Geht der Dirk, sagt ja, die Fed hebt ja nur die Zinsen an, damit die Chinesen praktisch mit ihrer Immobilienblase baden gehen. Interessante These, an die ich nicht glaube, aber sei es drum, gell? Der ist halt immer geopolitisch unterwegs, der Dirk. Zweite Empfehlung und abschließend und letzte Empfehlung, Last Call, investieren und traden über Scheitern und Erfolg. Falls Sie es nicht gesehen haben, schauen Sie es am Wochenende an. Also, zwei Artikelempfehlungen, ein Video, das gestrige Boom und Bust. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag. 40. Servus, ciao.